Wo war ich gerade? Bis mir schwarz vor Augen wird. Das ist auch nicht so gut. Deswegen immer schön die Medikamente nehmen. Ich liebe diesen Hund. Mal was Positives. Man kann als Hashi 21 Kilometer laufen. Shit. Ja, da müsste ich aber erst trainieren. Dann muss ich meine Ausdauer wieder hinkriegen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber es ist seltsam. Egal, wo ich langlaufe, irgendwas explodiert. Ach so, das ist eine Cockpit-Deko. Ich dachte, ich habe einen Hut bekommen. So. Der Schaupass. Was ist denn der Schaupass hier? Also ich könnte keine 20 Kilometer laufen. Ich auch nicht. Außer kann man die essen? Nee. Ja, Lust, nein, Ausdauer, nein. Wow, close. So, ich muss da rüber. Inoperables Blutgerinnsel im Kopf. Okay. Oh, scheiße. Dann möchte ich dazu nicht sagen, wenn es recht ist. Alles gut, Yugi. Du sollst nicht sagen, was du nicht möchtest. Da wird doch keiner irgendwie mehr fragen. Und falls doch, musst du nicht darauf antworten. Alles gut. Das ist auch kacke. Was es alles für Scheiße gibt, ey. Kacke geträumt. Ich habe mir Akupunkturnadel gesetzt und war voll der Muskelberg. Hab die Nadel voll reingerammt. Eine voll in die Brust bis zum Herz. Als ich wach wurde, tat mir das Herz leicht weh, als ob einer es zusammendrückt. Das ist auch nicht so ein schöner Traum. Mein Motto seit 8 Jahren, YOLO. Hacks können wir gerne verteilen an alle. Hier ganz viele Hacks. Voll unfair. Du hast Körper kann schon ein Arschloch sein. Komme ich denn jetzt da hoch? Könnte ich diese Brocken hier einfach wegsprengen und dann fällt es auf die Straße. Wäre doch eigentlich auch cool. Wenn die hier langfahren, ne? Jetzt fahren die halt woanders hin. Kann ja auch ein Nagelkissen zum Kuscheln geben. Nee, lass mal. Ich schlaf schon so scheiße. Deswegen gebe ich auch einen Fakt darauf, was andere über mich und meine Hobbys, Leidenschaften denken. Ist ja auch richtig so. Ist völlig in Ordnung. Sollte man auch. Kann jedem Kack egal sein. Und geht auch niemandem was an. Und wem es stört, der kann gleich weitergehen. Ja? Ich glaube, hier kommt keiner mehr lang, ne? Oder die machen hier so eine Runde, ne? Dass sie dann wieder hier runterkommen. Ich hoffe es.
Okay, ich kauf's mir. Gefällt mir. Man eh so machen. Ja, mit manchen Themen nicht gerade einfach. Ja, verständlich. Aber es ist jedem seins und da hat sich niemand einzumischen. Ich hoffe, die fahren jetzt wirklich hier lang, ne? Und wir warten und wir warten und wir warten. Ich soll die ja nur angreifen, ne? Ich soll die nicht killen. Deswegen ist auch mein Freundeskreis damals arg geschrumpft. Dann waren es aber keine richtigen Freunde, sage ich jetzt einfach mal. Dann wahre Freunde bleiben. Zeigt dann halt nur die Menschen, wie sie wirklich sind. Eigentlich ist es gut, wenn die sich dann verpiesen, weil das hätte dann sowieso irgendwann nicht mehr funktioniert. Besser früh als spät. Also soll jetzt nicht hart oder so klingen, aber ist einfach so. So eine Menschen braucht man nicht im Leben. Freunde akzeptieren auch die Macken des anderen. Ja, es ist halt so. Wenn es jetzt einem nicht gefällt, dann ist es halt so, aber man sollte es dann akzeptieren und fertig. Man muss nicht alles gut finden, aber wenn man den Menschen dann so akzeptiert, wie er ist, perfekt. Und wir warten. Und wir warten weiter und weiter. Warte mal, ist es denn aber die An. Das ist. Hier ist die Brücke, ne? Die fahren ja denn hier lang weiter. Das ist aber uncool. Die fahren ja genau dann hier lang weiter. Theoretisch. Worauf warten wir? Auf das Spielzeug? Ja, auch. Aber nee, wir warten auf diesen beschissenen Konvoi. Ich weiß nicht mal, wo ich überhaupt hier bin. In irgendeinem Pass wäre eigentlich. Wäre das gut, aber ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich bin hier in irgendeiner Schlucht. Mir egal. Greifen jetzt einfach an. Oh, die haben ja. Stimmt, die haben ja den Panzer, ne? Das juckt den Panzer halt gar nicht, ne? Alter, wie soll ich das denn machen? Wie assi! Jetzt verstehe ich das mit. Ach, hier sind ja noch mehr so eine Dinge. Na super. Na, Restart. Können mich mal. Kreuzweise! Transportmittel ist auf dem Weg. Mach mal hin hier. Jetzt parkt er da. Hallo! Ich brauche dieses beschissene Auto! Please, steig aus. Hier ist deine Karre. So gut wie neu. Du bist Verpiss dich. Geh doch mal weg! Mann! Meine Güte, diese NPCs hier. Wie sehr wollen sie stören? Ja! Achtung!
Ich weiß nicht mal, wo die langgefahren sind. So eine Scheiße. Wer weiß, wie wo kommen die auch mit solchen dummen Aussagen? Ja, die sollen einfach ihre Fresse halten, wenn sie keine Ahnung haben. Ich habe ja das davor auch schon auch gelesen, was du geschrieben hast. Was hast du für mich entdeckt? Nummer 1. Täglich grüßt der NPC. Ich weiß zwar nicht, wie ich den Panzer loswerden soll, aber... Das Auto kaputt. So eine Pisse. Jetzt fährt es weiter. Bleib doch mal hier. Ich will's reparieren, meine Güte. Ich bin beschäftigt. Gerade mein. Guck mal, sind auch voll Profis da vorne. Ja, so triffst du mich nicht, Junge. Kann ich bitte aufhören, auf die Ware zu schießen? Was passiert hier? Alter, ist ja alles kaputt hier. Kannst du mit deinem Lauf woanders hin zeigen? Danke. Ist der gerade aus dem Panzer rausgeflutscht? Hä? Was ist denn mit dem Spiel los? Mach das Ding auf. Das gibt's doch nicht. Jackpot. Panzer hat ihn ausgeschissen. Puh. Das wird uns weiterbringen. Sehr viel weiter. Haltet die Schnauze, Junge. Und lässt ihre Truppen überall in LS die Doppelschichten schieben. Klingt fast so, als hätten wir sie da, wo wir sie haben wollten. Ganz genau. Komm nach El Agujero und ich zeig dir meinen Schlachtplan. Du hast also den Konvoi angegriffen. Ja, Ronron ist mit dem Geld unterwegs zu dir. Gute Arbeit. Briefellpanzer. Das Geld wird unserer Sache sehr helfen. Hat die Luke aufgemacht, warum auch immer. Also sei vorsichtig auf den Keine Stand. Ahnung. Okay. Also klug war der auf jeden Fall nicht. So, Harpune. Jetzt haben wir die Sachen gemacht.
Diese Flugabwehranlage stört mich gewaltig. Ich mach mal hier einen Absprung. Hat er einen Menschen geworfen? Mhm. Ich kauf's doch nicht! die Bugs manchmal sind komisch. Oder was auch immer hier passiert. Man hat zwar eine Menge hier zu tun, aber... Das war aber ein schneller Sinn, es waren die Marbles. Was lieber ist auf Horizon? Forbidden West. Ich glaube, das Spiel wird richtig. Das wird richtig geil. Kommt der nächsten Monat. Oder warte, bis das Spiel ein bisschen günstiger ist. Wenn es nicht schon günstiger ist, ich habe keine Ahnung. Ich würde es aber nicht zum Vollpreis holen. Elden Ring kommt auch. Ja, es kommt so vieles. Es kommt auch Dying Light und alles. Bis 5er gezockt. Welchen Teil fandest du am besten, Bubbles? Also im Xbox Store war es zu Weihnachten teilweise bis 60% günstiger. Im März kommt doch God of War. Ach, das kommt schon im März? Kam das jetzt in den letzten Tagen raus? Also die Info? Habe ich gleich mitbekommen. Hier muss ich gut aufpassen. Geil. So viel zu spielen, so wenig Zeit. Das heißt, wir müssen uns mehr Zeit zum Spielen nehmen und alles andere einfach nicht mehr machen. Weniger auf Toilette gehen, weniger schlafen. Beim Großhändler steht 3. März. Hm. Oh, Kekse? Ich will auch Kekse. Ja, Essen. Ja, Essen tue ich allgemein nicht sehr viel. Wolltest du Kekse? Ja. Ich hatte schon lange keine Kekse mehr gegessen. Statt aufs Klo zu gehen, einfach jemanden rufen, der Schüssel bringt. Mom, Schüssel! Genau. Das ist der Plan. Es kann sein, dass ich im Februar echt viel streamen werde. Achso, warte, ich wollte ja... Pia hat ja irgendwas geschrieben. Eine Skala von 1 bis 10... Was? Eine Skala von 1 bis 10 magst mich. Du meinst wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr ich dich mag, ne? So meinst du es, ne? Ich habe jetzt den Satz sonst nicht verstanden. 11. Also mehr als 10. Übertreib es nicht, Liz. Mach ich doch gar nicht. Far Cry 3. Ja, High Five. So geliebt. Das war schon super. Bei einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du mich? 12! 0. Minus 1. Die Guerilleros scheinen Verstärkung. Ich minus 300. Februar viel Stream. Warum? Weil ich Bock hab. Da ist der Befehl. Weil ich Lust habe. Gibt ja nicht. So eine Scheiße. Dumm. Dumm,
Oh, sind aber eine Menge. Wer schießt denn da? Bum, bum, du bleibst hier. Ah, das wollte ich jetzt nicht daneben besitzen. Was soll das denn? Der hat sich selber die Granate angeworfen. Ich weiß nicht mehr, ob ich über diese Dummheit lachen oder weinen soll. Eher weinen, oder? Ich weiß nicht, warum du dich das fragst. Dieses Thema hat mich schon sehr oft. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer erklären soll. Wenn du es nicht weißt, ist das schade. Die Gründe kennst du. Ist hier eine Waffe? Was gibt's denn Schönes? Weiß nicht, ist nicht so meins. Knapp. Knapp. Hui. Sprühdosen. Stimmt ja, ich muss ja noch hier diese Fracht einsammeln. Zeitlupe! Oh, tot. Ui, schöner Rückwärtssalto. Könnte man hier nicht irgendwas machen? Bullenhai-Jagdgebiet. Oh, Bullenhai sind cool. Und jetzt muss ich hier hin, ne? Mit dem Rücken zur Wand. Trinken. Der richtige Weg? Nee, ich muss hier lang. Vom Aussehen finde ich Hammerhaie geil. Hammerhaie sind auch richtig schön. Ich finde allgemein Haie ziemlich cool.
gehören auf jeden Fall zu meinen Lieblingstieren. Haifische. Du musst dann ins Bett gehen, Pierre. Lass mal über Haie reden. Kann man machen. Habt ihr denn mitbekommen, dass wir 1 Million Stimmen geschafft haben? Dass nicht mehr die, also für die EU, wegen den Rückenflossen, dass es dann Verbot geben, also dass wir dagegen kämpfen, dass es verboten wird. Das Haifisch, Rückenflossen, Gedöns. Finde ich so schrecklich einfach, dass man diese Flossen einfach abhackt. Das serviert, so in Suppen oder was weiß ich. Für nichts. Da sind keine Nährwerte drin in diesen Flossen. Da ist nichts. Das ist einfach nur... Das bietet nicht mehr irgendwas. Es ist einfach nur Abschlachtung und weil es von Haien ist und einfach so richtig... Bullshit von Menschen. Einfach zum Kotzen. Und Haie sind so wichtig für unser Ökosystem. Für die Meere. Sehr, sehr wichtig. Meilenstein erreicht. Ja, ich bin auch so froh, oder so, dass so viele da mitgemacht haben. Habe ich ja die ganze Zeit verfolgt. Habe ja selber auf Insta, auch wenn ich jetzt nicht so eine Reichweite habe, aber halt ein bisschen. Den Link dazu. Wo man abstimmen kann. Ein Kleinvieh macht auch Mist. Und diesen Mist haben wir jetzt geschafft. Ich hoffe, das wird auch was. Eigentlich müsste das auf der ganzen Welt dann verboten werden, nicht nur in der EU. Was du in Insta gepostet hast, habe ich ja. Das ist schön. Freut mich. Ich hoffe, die lernen draus. Ah, Menschen und Lernen. Ich weiß nicht. Esperanzas Schule für die Verlorenen. Schließt sich so der Kreis, Clara? Verbot wird aber nicht viel ändern, vermutlich. Ja, das macht es dann wahrscheinlich dann sogar noch lukrativer. Weil es ja denn verboten ist. So ticken dann die Menschen. Weil es verboten ist, gibt es dann vielleicht sogar noch mehr Kohle dafür. Am Schatten, aber ich krieg so einiges mit. Klaus der Ninja. Schlauer Hund. Bin ich jetzt hier richtig? Wo wollte ich denn überhaupt hin? Ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt über Haie geredet. Jetzt. Das ist Verfolgen. Ach, das ist hier in dem Haus. Okay. Hallo. Oje, Dani. Clara ist oben. Gracias. Die Minuten. Ich schaue gerne Dokus. Ich schaue auch sehr gerne Dokus. Jahre gibt es Haie schon. Was dann haben die da schon so ausgesehen, ungefähr wie jetzt. Papa, hab ich geliehen. Aber bestimmt ein bisschen größer, oder? Ich kann nicht mehr. Die geheimen Treffen, die ganzen Proteste, die Freunde, die plötzlich verschwinden. Er ist zu stark. Und jetzt willst du einfach ins Kapitol spazieren und Castillo Papis Knarre in den Kopf halten? Nein. Ich werde eine Armee aufbauen. Und dann bringe ich Castillo unter die Erde. Bist du dabei? Du glaubst nicht, dass ich schaffe. Ich habe es gesehen, Talia, in meinen Träumen. Meine Mutter hat immer gesagt, Träume sind für reiche, hellhäutige Yarana. Wir? Wir träumen nicht. Wir überleben. Du wirst Yara nicht befreien, indem du Castillo tötest, reiche Göre. Du musst erst Yara überzeugen, dass es frei sein will. Für uns alle. Clara. Clara. Willst du mir verraten, warum du mich zu meinem Waisenhaus gebracht hast? Er wird verlieren, Dani. Bald stürmen wir das Kapitol. Und jetzt will Castillo ein Treffen. Du machst Witze, oder? Sag mir, was du denkst. Ihr seid euch schon begegnet. Ich denke, Castillo ist uns 2 Schritte voraus. Und er wird erst aufhören, wenn ihm eine Kugel im Schädel steckt. Und dann was? Töten wir auch seinen Sohn? Du hattest deine Chance. Wieso lebt er noch?
Wieso baue ich die ganze Libertad auf und du nicht? Es war nur der Falsche. Du hast deinen Jungen am Leben gelassen, damit Castillo dein Todesurteil aufhebt. Nein? Aber das Ding ist, Dani, du hattest recht. Wenn Yara eine Zukunft haben soll, dann müssen seine und unsere Leute hier zusammenleben. Es ging nie darum, Castillo zu töten, sondern Yara zu befreien. Für uns alle. Deine Entscheidung stand längst fest, oder? Yara braucht eine Anführerin. Keine Märtyrerin. Viva Libertad, Dani. Ich jetzt Anführerin? Bin ich jetzt Chef von allem? Hey, hey. Ja. Und was hast du? Castillos Armee hält einen von uns als Geisel in der Kathedrale. Also es klang so, ne? Ob ich das ich jetzt übernehme. Und rette die Geisel. Danke. Das war die ganze Zeit schon so. Einsätze. Das ist schon unsere Anführerin. Ja, und die sind alle im Keller gefangen. Erste Amtshandlung von Liz. Alle Abmarsch in den Keller. So muss das. Da, da, da. Oh, 6 verloren. Das ist ja... Das ist ja nicht gut. Okay. Bei ihr ist alles abgekackt.